Hallo und herzlich willkommen zu Scorched 3D. Und zwar handelt es sich hier um ein Freeware-Game. Das gibt es bei Chip Online zum kostenlosen Download. Und ich würde das mal als Rundenstrategie bezeichnen. Das Spiel ist relativ klein, nur 60 MB im Download. Und für die Größe sieht es eigentlich ganz amtlich aus. Tutorial habe ich schon gemacht, deswegen weiß ich so ungefähr, wie es aussieht. Und ich zeige hier mal den Singleplayer-Mode. Ja. Play. Wir wollen ein normales Spiel. Genau. Easy Game. So. Und jetzt Leder. So, hier kann man zum einen seinen Namen eingeben. Logisch, nicht wahr? Farbe nehme ich immer Rot. Oder Gelb. Gelb ist man auch gut. Hier kann man sein Vehikel auswählen. Wie es halt aussehen wird auf der Map. Ich nehme einen Panzer. Und jetzt wird gespielt. So, oh, der war ich noch nicht auf der Map. Was ist das hier? Okay, zu Beginn jeder Runde kann man sich in diesem Menü Waffen kaufen. Und zwar gewinnt man natürlich Geld durch gewonnene Runden. Ich habe das Tutorial schon absolviert, deswegen habe ich hier schon ein bisschen Geld über. Und hier kann man halt Waffen kaufen. Auch Defensivzeug. Man kann Treibstoff kaufen, um seinen Tank herumzufahren. Das Spiel ist. Was ist das hier? Favoriten? Das Spiel ist komplett in Englisch, deswegen sehe ich da noch nicht ganz so durch. Es gibt auch Schild, wie ich gerade sehe. Und ja. Einfach kaufen. Und zwar. Wenn man hier mit dem Mauszeiger drauf geht, dann kann man sehen, um was für eine Waffe es sich handelt. Leider ist mein Englisch so schlecht, dass ich ja nicht wirklich weiß, was die alles machen. Ist ja auch völlig egal. Ich nehme meistens bloß. Ja, was nehme ich eigentlich immer bloß? Heavy Dicker? Ja. Was haben wir noch hier? Gehen wir hoch. Was nehmen wir dann am besten mal? Dirt Ball klingt doch geil. Was gibt's noch hier? Irgendwas Billiges? Oder Missiles? Das weiß ich sogar, was das ist. So, was haben wir noch hier? Dirty Charge. Digga! Kaufen und Decker. So. Und schon ist los. Und zwar kann man diese Karte hier völlig frei drehen. Wie man lustig ist. Und wie viele Gegner habe ich eigentlich? Zwei. Man kann nur raus und reinzoomen. Und das hier soll mein Tank sein. Da. Ach, man kann sogar ganz gut sehen, wenn man nah rangeht. Das war zu nah. Da ist er, mein schöner Tank. Ja, und Ziel des Spiels ist, schlicht und ergreifend alle Gegner auszulöschen. Und zwar macht man das mit diesem lustigen roten Pfeil hier. Das soll meine Kanone darstellen. Und zwar kann man die mit den Richtungstasten einstellen. Hoch oder runter, also quasi die, wie hoch die Kugel fliegen soll. Dann mit Plus und Minus kann man die Geschwindigkeit steuern, also wie weit das Ding fliegt. Und hier unten links kann man seine Waffen auswählen. Ich habe jetzt die Baby Missile, die hat man wahrscheinlich unendlich.
Ich nehme jetzt mal zum Einschießen, nehme ich mal die Baby Missile. Und jetzt muss man halt versuchen, den zu treffen. Und zwar, sobald ich schieße, schießen die anderen auch gleichzeitig zurück. Und so lange, bis halt keiner mehr da ist. Ja, das war eigentlich schon das komplette Spiel. Spielprinzip. Gewonnen hat der, wer zuletzt übrig ist. Da hinten ist der andere. Okay. Mit A kann man anvisieren. So. Und jetzt gucken wir mal hier. Ich gehe meistens in die seitliche Perspektive. So. Ein bisschen raus. So, mal gucken, was mein Schuss macht. Yo, baby! Oh, da kommt gut, da kommt gut! Ihr seht, es ist ein relativ billiges Spiel, aber macht erstaunlicherweise sehr viel Spaß. Ich werde dann nachher nochmal den Multiplayer testen, ob da überhaupt jemand da ist. Wenn ja, dann mache ich da auch mal ein Video zu. Vielleicht kann man sich da ein bisschen bekeimen mit meinen Mitmenschen im Multiplayer. Aber jetzt machen wir erstmal den Singleplayer. Was war viel zu viel? Okay, Minus. Oh, der kommt. Noch ein Stück. Noch ein Stück mehr. Oh du Gott, jetzt hab ich dich doch. Und BAM! Bam! So, jetzt nehme ich mal die andere Gosse vor. Rauszoomen. Da hinten ist die Fosse. Okay. Wieder mit A. Halt, muss ich gedrückt halten, okay. So. Und jetzt muss ich wieder. Rup. Man kann sich auch selber töten, habe ich vorhin festgestellt, wenn man die Kanone ganz nach oben richtig senkrecht, dann kommt die Kugel natürlich auch zurück. Naja, egal. So. Hier oben ist auch der Wind angezeigt. Das heißt, wenn Wind ist, dann muss man den mit einberechnen. Aber ich denke mal auf Easy, da wird's nicht viel mit Wind sein. Und so, jetzt gucke ich erstmal, schieße mal erstmal ins Blaue. Ein bisschen mehr noch. So. Jetzt gehe ich wieder in die andere Perspektive, damit ich sehe, wie weit ich weg bin. Ja. Und Feuer! Na, ja, fehlt noch ein Stück. Also gibt noch mal mehr Saft. 900. Und Feuer. Na? Scheiße. Das war zu viel. Meine Rakete ist durchs Bild gefahren, geflogen. Machen wir 843 mal. So. Ja. Jetzt kommen wir schon nach der Nähe her. Du Gosse. So, 798 mal. Jetzt kann ich immer die Heavy Digger nehmen hier. Die etwas größeren Raketen. Die machen natürlich mehr Schaden. Und auch größere Löcher. Und wenn dein Gegner in so ein Loch reinfällt, dann ist natürlich auch tot. Oh, BAM! Das war's. Volltreffer. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier 20.000 gekriegt und kann wieder neue Waffen kaufen. Zip. Was haben wir denn noch nicht ausprobiert? Smoke Tracer. Teleport, okay. Mhm. Was immer ein
Ton of Dirt. Was weiß ich auch immer. Ton of Dirt mit. Eine Rear Bomb. Heavy Rear Bomb, natürlich. Und eine Rear Blast. Whatever this means. So. Und die nächste Runde. Okay, ich werde ja eine Runde noch machen und dann werde ich das Video beenden. Denk mal, Prinzip ist verstanden. Und ja, ganz, die sind ja alle ziemlich nah dran hier. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen in die seitliche gehen. Okay, so. Wieder zielen. So. Minus. Gehen wir mal auf. Geil. Nämlich mal erstmal die kleine Messer zum Einschießen wieder. So. Dann gucken wir mal. Oh. 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 Der hat da schon mal gesessen. So. Ein bisschen runter. Und ab geht's. Und wow, that's all. So. Und wieder in den seitlichen Modus. Mit A muss ich die Gasse anvisieren. Und jetzt kann ich mal klar die dicken nehmen. Ja. Oder ich nehme mal einen Dirt Ball. Oder eine Heavy Rear Bomb. Mal gucken, was die von Schaden macht hier. Oh, die ist ziemlich. Wow! Die trägt zurecht ihren Namen. Alter, das hat die von Loch gemacht. So, bei ein bisschen ein Stück noch weiter weggehen. So. Oh oh. Und. Und tot. Geld jetzt gekriegt habe. Ja, okay, ich werde es jetzt hier beenden. Und dann für ein Multiplayer vielleicht noch ein Video machen, wenn jemand da ist. So, das war's von mir. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.